Zur dritten Veranstaltung im Rahmen der Reihe Rechtspopulismus im Fokus. Heute Abend wird es sich um die Perspektive der Wahlforschung drehen. Dazu haben wir eingeladen Herrn Dr. Karl Berning von der Johannes Gutenberg Universität Mainz, dort am Lehrstuhl für Innenpolitik. Ausgewiesener Wahlforscher, kennt die politische Soziologie und Wahlforschung wie seine Westentasche und will sie gar nicht länger abhalten. Ja, es ist auch manchmal wichtig, mit dem Pult näher an die Zuhörer zu kommen, deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlimm mit dem Kabel. Vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für Ihr Interesse, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass wir heute etwas über die Wählerklientel der rechtspopulistischen Parteien sprechen. Und diese Reihe sehr interessant und bin gespannt. Ich habe gehört, nachher kann man das Ganze auch im Video online nochmal sich anhören und auch auf die anderen Vorträge gespannt. Worüber möchte ich heute sprechen? Erstmal vielleicht als Einstieg. Man hat den Eindruck, es gibt einen Rechtsruck in Europa, nicht nur in Europa, vielleicht auch in den USA. Und Sprache ist immer ganz wichtig, welche Begriffe man verwendet. Im Zuge der Flüchtlingskrise wurde manchmal über eine Flüchtlingswelle gesprochen. Das ist etwas Passives, was uns überrollt. Ein Rechtsruck ist auch etwas, an dem wir nichts ändern können, sondern was einfach passiert. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Wir haben Wahlen in Frankreich gesehen, wo wir eine Le Pen auf einmal in der Stichwahl sahen. Dann auch hohe Chancen erst ausgerechnet für Geert Wilders in den Niederlanden. Und wer sind diese Parteien und wer wählt sie? Das soll das Ziel dieses Vortrags sein. Erstmal, wer sind sie? Wir sehen ganz viele unterschiedliche Parteien in Europa. Oben links Geert Wilders, dann in der Mitte die goldene Morgendämmerung, durchaus faschistisch in ihren Zügen aus Griechenland. Ein Plakat von der Schweizer Volkspartei, die das schwarze Schaf aus der Flagge treten. Unten links die Rechtspopulisten in Österreich und unten rechts die Familie Le Pen mit Jean-Marie und Marine Le Pen, die eine sehr interessante aus Forschungssicht sehr interessante rechtspopulistische Partei ist, die sich gewandelt hat in ihrer Führung, in ihrer Ausrichtung und wir haben eine große Parteienfamilie. Diese ist sehr, sehr unterschiedlich und Ziel hier dieses Vortrags oder wo ich versuche, Mehrwert für Sie zu stiften, ist anzuschauen, wie unterschiedlich sind denn die Wähler und sind die genauso unterschiedlich. Erstmal zurück zum Ausgangspunkt. Gibt es einen Rechtsruck? Manchmal ist Ziel bei meinen Folien, dass ich so viel draufpacke, dass ich sie selber nicht mehr verstehe. Ich glaube, das habe ich hier fast erreicht. Ich glaube, das on. Vielleicht gibt es ja auch einen Pointer da oben. Das sind die Anteile rechtspopulistischer Parteien in westeuropäischen Ländern. Und diese Veränderungen sind nicht symmetrisch in allen Ländern. Also wenn wir erstmal von dem wahrgenommenen Rechtsruck sprechen, trifft das nicht auf alle Länder zu. Wir sehen in den Niederlanden am Anfang ja der Peak, das war die Liste Pim Fortuyn, im Anfang der Nullerjahre, übrigens ehemaliger Soziologieprofessor aus Amsterdam, der in den Niederlanden eigentlich die Rechtspopulisten und die Sprache der Rechtspopulisten eigentlich erst spruchreif, salonreif gemacht haben. Vorher bei den Zentrumsdemokraten, wenn die gesprochen haben im Parlament, sind alle anderen aufgestanden und rausgegangen. Und dann hat sich so etwas in der Sprache verändert, in der Gesellschaft, dann mit Aufkommen 2006 ist dann Geert Wilders, da gab es nochmal Rita Verdonk, die auch damit spielen wollte und dem Höhepunkt 2010, dann der Regierungsbeteiligung der Minderheitsregierung in den Niederlanden. Aber danach schwächt es sich wieder ab, also vielleicht in den Niederlanden keinen Rechtsruck zu verzeichnen. In Italien ist es eben noch ganz anders, da sehen wir eher eigentlich nach dem Niedergang der Auflösung der Nationalen Allianz und der Lega Nord ist es da eher ein Weggang der Rechtspopulisten. In Österreich haben wir jetzt den höchsten Wert der letzten 10 Jahre oder letzten 15 Jahre der Rechtspopulisten, aber auch hier ein Auf und Ab. In der Schweiz hält es sich auf einem ähnlichen Niveau. Frankreich kommen wir wieder
an Zeiten aus den 90er Jahren heran. In Belgien ist eigentlich der große Aufschwung nach 2007 zu verzeichnen. Schweden ein Aufkommen der Rechtspopulisten. In Griechenland nach der Krise eigentlich wieder ein Abschwächen des Anteils der Rechtspopulisten. In Dänemark ein Anstieg. In Großbritannien lange Zeit nichts. Warum das so ist, können wir gleich mal drüber sprechen. Dann eigentlich ab 2010 gab es da einen Anstieg. In Deutschland nach 2009 jetzt mit Aufkommen der AfD auf einmal anteilig eine rechtspopulistische Partei auf Bundesebene. Und in Finnland, da würde etwa das zutreffen. Und in Dänemark, dass wir einen Rechtsruck zu verzeichnen haben. Also wir sehen diese Welt der Rechtspopulisten in Europa ist sehr unterschiedlich, sind sehr unterschiedliche Parteien und die Veränderungen der Anteile sind auch sehr unterschiedlich. Das macht es eben nicht unbedingt einfach, aber vielleicht potenziell interessanter aus wissenschaftlicher Sicht, sich das anzuschauen. Mit dieser Veränderung, sagen wir, der gesellschaftlichen Wahrnehmung eines Rechtsrucks haben wir auch einen Anstieg der Publikationen zum Rechtspopulismus. Das ist nur mal nur eine kleine Suche gewesen über dieses Web of Science, die Anzahl der Veröffentlichungen, die zu diesem Thema publiziert hat. Ich bin jetzt nicht der Einzige, sondern da beschäftigt sich in den Niederlanden insbesondere eine halbe Armee damit. Es ist eine kleine Industrie, die zum Rechtspopulismus forscht. Und mittlerweile kann man davon sprechen, dass es eins der besterforschten Parteienfamilien ist. Besser erforscht als die anderen dahinter. Und das ist insbesondere so überraschend, weil sie so unterschiedlich sind. Ihre wirtschaftlichen Positionen sind so unterschiedlich, die Parteiführungen sind sehr unterschiedlich. Und deswegen ist es schon erstmal schwierig, diese einzugruppieren als eine Parteifamilie. Also, Ausgangspunkt, die Europas Rechtspopulisten. Wir haben rechtsradikale oder rechtspopulistische Parteien in vielen Parlamenten in Europa vertreten, unter anderem mit Regierungsbeteiligung. Es ist immer schwer zu sagen, was sie sind, sondern eher einfacher zu sagen, wer sie sind. Wir haben die Front National, wir haben die Partei für die Freiheit von Geert Wilders, UKIP oder eben jetzt auch die AfD als rechtspopulistische Kraft in Deutschland. Und analog dazu sehen wir eben einen Anstieg in der wissenschaftlichen Welt. Und was will ich heute machen? Erstmal will ich darauf eingehen, was ist der Begriff, was sind Rechtspopulismus und was verstehen wir darunter? Nicht nur, um sie zu langweilen, sondern auch, um quasi die Semantik zu präzisieren. Weil es ist nämlich nicht nur Semantik. Wenn wir sagen Rechtspopulisten, dann hat das immer eine Bedeutung. Und dann müssen wir erstmal klären, was versteht man darunter, was bedeutet das eigentlich? Weil in der öffentlichen Darstellung wird häufig gesagt, das sind eher Rechtsextremisten, Rechtspopulisten und beides durcheinander. Eigentlich weiß man nicht genau, wo der Unterschied ist. Das ist erstmal das erste Ziel. Danach will ich kurz darauf eingehen, auf die Geschichte der AfD und dann kommen wir eigentlich zum großen Crescendo des Wähler- und der Wählerklientel in Europa. Also, die rechtspopulistischen Parteien. Hierzu gibt es eine Begriffsvielfalt. In der Wissenschaft werden viele unterschiedliche Namen genannt. Kasmude hat es unter anderem mal als den Krieg der Wörter bezeichnet. Manche sind es die Anti-Immigrant-Parteien, radikale Parteien, extremistische Parteien, neopopulistische Parteien wurde verwendet, die Populist Radical Parties oder auch die Nouvelle Droite, die neue Rechte, mehr so der intellektuelle, ideologische Überbau für viele dieser Parteien. Das bezeichnet, dass es viele unterschiedliche Ideen davon gibt, über wen wir eigentlich sprechen. Als kleinen Ausblick, die Parteien unterscheiden sich, die Wähler sind sich sehr ähnlich in Europa und die Motive für diese Parteien zu stimmen sind sehr ähnlich. Ich verwende in meiner Forschung den Begriff der radikal rechtspopulistischen Parteien und was verstehe ich darunter, warum ist das treffend? Erstmal der erste Teil radikal, das ist das Zurückweisen des soziopolitischen kulturellen Systems. Was bedeutet das? Das Politische wäre eben eine liberale Demokratie, das Kulturelle oder das Ökonomische vielleicht der Kapitalismus, dass es in diesem System für uns nicht weitergeht und man da was ändern muss. Aber im Unterschied zu extremistischen Parteien haben radikale Parteien nicht den Anspruch des Antisystems, also ins System feindlich zu sein. Und das ist der entscheidende Punkt zu unterscheiden zwischen rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Parteien, sind nicht systemfeindlich. Sie widersprechen aber Pluralismusideen, ja, die Ideenvielfalt, sondern gehen davon aus, dass es eine Stimme des Volkes gibt und diese Stimme soll sich durchsetzen.
und eben nicht, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, die man irgendwie zu einem Konsens bringen müssen. Und das wird natürlich unterstützt durch, ja, sagen wir, einen Schutz von Minderheiten, die sich vielleicht eben in so einem reinen, starken Volkswillen nicht durchsetzen könnten und dann vom Staat geschützt werden müssen. Das haben aber nicht die rechten Parteien für sich ein. Es gibt auch radikal linke Parteien, die ähnliche Motive und ähnliche Rhetoriken verwenden. Also brauchen wir die zweite Zutat, das ist rechts. Und rechts ist ein unheimlich schwammiger Begriff. In der Einführung Politik kann man darüber sprechen, wie es dann sich damals im französischen Parlament zusammengesetzt hat, wer wo saß, links und rechts. Und daraus wurde nachher unser großes Super-Issue von den linken bis zu den rechten Parteien. Treffender ist meistens eine Eingruppierung auf einen zweidimensionalen Raum. Wir haben eine ökonomische Dimension. Sind die Parteien für protektionistische Maßnahmen oder für neoliberale Maßnahmen, für Marktöffnung oder Schließung? Und wir haben eine soziokulturelle Dimension. Sind die Parteien libertär oder autoritär? Gibt es einen starken Staat oder gibt es einen schwachen Staat? Und die Betonung der rechtspopulistischen Parteien liegt hier auf dieser kulturellen Dimension. Die Einordnung auf der ökonomischen Dimension ist nämlich nicht eindeutig und die unterscheidet sich auch zwischen diesen Parteien in Europa. Die Front National hat sich da gewandelt. Jetzt sehen wir von Marine Le Pen eine protektionistische Politik oder eine Ausrichtung. Im Gegensatz dazu hat die AfD eher neoliberale Ideen. Diese Ausrichtung auf der ökonomischen Dimension ist für die Wähler nicht relevant. Das ist nicht die entscheidende Dimension oder das entscheidende Wahlmotiv. Es geht vielmehr eben um eine Hierarchie, es geht um einen starken Staat, Gesetz, Law and Order, und das steht für die Wähler eben im Vordergrund. Manche haben vorgeschlagen, dann nehmen wir doch diesen Begriff rechts wieder raus und nennen es irgendwie neonationalistische Parteien. Dann ist das Problem, dann haben wir wirklich nur noch neue Worte, und Worte brauchen immer auch so ein bisschen Bedeutung im Rezipienten, dass jeder sich irgendwie was drunter vorstellen kann. Deswegen verwende ich rechts weiterhin. Das letzte ist Populismus. Und Populismus ist eine Rhetorik und keine Einstellung. Diese Rhetorik wird von den Parteien genutzt, und da geht es insbesondere um den Unterschied zwischen der korrupten Elite da oben und dem wahren Bürger hier unten. Es ist volkszentristisch, das heißt, das Volk hat eine Stimme und das Volk hat Recht, und dieses soll durchgesetzt werden, eben im Mehrheitsprinzip, und gegen diese Meinung der Elite, die in eine andere Richtung dann geht. Es geht um eine Polarität. Bei einer populistischen Rhetorik stellt man immer Pole her. Wir sehen das bei dem US-Präsidenten sehr deutlich, der immer unterscheidet zwischen 1 und 2. Da gibt es nichts dazwischen, da gibt es keine Grauzone. Und das macht insbesondere eine populistische Rhetorik aus. Auch Populismus ist nicht beschränkt auf die rechte Seite des politischen Spektrums. Das sehen wir genauso auch bei den Linken. Hier geht es auch manchmal eben um politische Wirkungswahrnehmung in der Rhetorik. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich kann mit meiner Stimme nichts mehr an der politischen Wirklichkeit verändern. Der Politiker hört nicht mehr auf mich. Und das wird eben in dieser Rhetorik aufgenommen und verwendet. Und diese drei Begriffe zusammen treffen eigentlich, was wir in dieser sehr heterogenen Parteifamilie vorfinden. Man muss noch dazu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem gesprochenen Wort der Parteien und den Parteiprogrammen. Einen großen Unterschied. In der Wissenschaft messen wir häufig die Parteiprogramme und versuchen, die einzusortieren, aber das gesprochene Wort unterscheidet sich auch von den unterschiedlichen Akteuren. Wir sprechen manchmal in Deutschland von unterschiedlichen Flügeln der Parteien, und das macht es dann manchmal schwierig, die Partei dort festzulegen. Was haben wir in Deutschland erlebt? Wir sprechen jetzt bei den Rechtspopulisten in der Wissenschaft von der dritten Welle. Warum ist das die dritte Welle rechts außen? Was haben wir bis dahin erlebt? Also zuerst kommen die Nachfolgeparteien der NSDAP. Das waren die erste Parteiverbot, was ausgesprochen wurde gegen die Sozialistische Reichspartei, die durchaus eine offene nationalsozialistische Partei war. Dann in den 60er Jahren die Gründung der NPD. Das wäre die zweite Welle, wo es auch andere Beispiele in Europa gab. Und dann ab den 80er Jahren Republikaner auch in Deutschland, DVU, Pro-Parteien und die Freiheit und andere, durchaus regionale Parteien. War es die ganze Zeit schon? Ne? Oh, vielleicht geht es gleich wieder weg, wenn ich. Vielleicht die Folie, ist zu wenig drauf auf der Folie, das kann natürlich sein.
In Deutschland war es aber bis jetzt so, dass diese Parteien rechts außen keinen bundesweiten Erfolg hatten. In den 90er Jahren haben wir mal ein Auge auf die Republikaner. Aber, und woran lag das eigentlich, dass diese rechtsextremen Parteien als unfähig galten für den Durchschnittswähler? Sie hatten große innerparteiliche Streitigkeiten, sie galten als eher die Proletarier, die Schlägertruppen, die dahinter standen und waren für viele nicht wählbar. Jetzt, und das ist die Idee, der Aufkommen der AfD, gucken Sie mich an, sonst werden Sie ja gleich ganz schwindelig, wenn Sie da... Aber, bei der AfD haben wir auf einmal eine andere Partei, die sich aus einem anderen Klientel gegründet hat. Hauptsächlich Manager, Wirtschaftsvertreter, Professoren. Der Anteil an promovierten Parteivertretern war unverhältnismäßig hoch in dieser Partei. Und das schafft Legitimität. Deswegen ändert es sich. Aber man muss nicht sagen, dass bis jetzt rechtsextreme Parteien ohne Bedeutung waren. Man weiß es nicht, ne? Ja. Dass Rechtssysteme ohne Bedeutung waren, weil auf lokaler Ebene, kommunaler Ebene, in einem Drittel der Reichstage, da haben wir eben auch vor dem Aufkommen der AfD rechtsextreme Parteien vertreten. Und dann gab es die Gründung der Alternative für Deutschland. Das war, nachdem ich promoviert hatte, in meiner Promotion hatte ich immer einen Fall weniger und musste immer nur übers Ausland schreiben. Und am Anfang war es auch keine rechtspopulistische Partei. Die Partei wurde gegründet von Adam Gauland Lucke, damals als Wahlalternative 2013. Wie gesagt, die Gründungsmitglieder, Professoren, Manager und ähnliche. Und dann das erste Parteiprogramm war ganz knapp vor der ersten Bundestagswahl, 3 Monate davor. Und es war eine wirklich Ein-Themen-Partei. Es ging nur um den Euro. Lucke wurde immer wieder gefragt, und wie stehen Sie denn zur Immigration? Es gab eigentlich noch kein Programm und keine Position dazu. Und dieses Programm, nicht von der Bundestagswahl, sondern von der Europawahl, damals haben wir analysiert. Dann schaut man sich das Parteiprogramm an, gucken, welche Begriffe verwendet wurden. Und da konnten wir das soft-euro-kritisch einsortieren, nicht als populistisch, nicht als radikal. Dann gab es den Essener Parteitag 2015, da hat Lucke seinen Rucksack gepackt. Und man sagte, dass ja damit die Partei einen Flügel verlor. Den neoliberalen Flügel, der wirtschaftsliberale Flügel. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, das sind 10% der Mitglieder sind damals ausgetreten. Und wenn ich mir so Flügel anschaue, und wenn das aber eigentlich 10% sind, dann sind es nicht ganz die Flügel. Ja, also man darf eben nicht vorstellen, dass es damals an Mitgliedern eine andere Partei ist, als die danach dabei geblieben sind. Es waren 10%, die dann ausgetreten sind. Eine junge Partei muss sich erstmal finden, muss erstmal ihre Ausrichtung auch finden, muss erstmal wissen, für was sie steht. Das passierte dann. Danach gab es eben mit dem Aufkommen der Flüchtlingskrise eine starke Fokussierung auf dieses Thema, auf Fokussierung auf das Thema Immigration und Zuwanderungsthemen. Und das insbesondere in der Kommunikation. Wenn man sich jetzt das Wahlprogramm anschaut, hat auch das Thema Zuwanderung und Einwanderung nicht mehr Anteil an dem Wahlprogramm als alle anderen Bereiche auch. Aber es geht hier mehr eben um die Rhetorik und die verwendeten Begriffe. Nach dem Deal zwischen Merkel und Erdogan und dem wahrgenommenen Ende der Flüchtlingskrise gab es eine neue Fokussierung, ein neues Grundsatzprogramm. Da war es Islam und Islamismus. Und jetzt zur Bundestagswahl, das ist insbesondere innere Sicherheit, die im Fokus stehen. Alles widerspiegelt natürlich die Begriffe, die wir eben besprochen haben, zur Einordnung der Parteien. Ja, wer wählt die? Wer ist das Wählerpotenzial und die Wählerklientel? Die Analyse der AfD ist noch sehr jung. Der akademische Prozess ist sehr, sehr langsam. Wir erheben Daten, dann schreiben wir darüber einen Forschungsbericht, dann versuchen wir es einzureichen, dann reichen wir es wieder ein und irgendwo 6 Jahre später wissen wir dann eigentlich, wer sie gewählt haben. Deswegen sind die meisten Zahlen beruhen die eben aus Ergebnissen, die wir jetzt aus anderen Ländern haben. Wir sehen aber, die ersten Zahlen zur AfD zeigt sich, dass die Wählerklientel sich dem anpasst, was wir aus anderen europäischen Ländern kennen. Wer ist der typische Wähler? Und geben Sie mir den Vorsprung, hier zu sagen, wir reden über Durchschnitte. Es gibt auch hier eine Varianz und unterschiedlich, aber wenn man sich einmal einen vorstellen will, dann wäre der etwa so. Er wäre
jünger, im Verhältnis jünger. Er wäre eher männlich, er wäre vor allen Dingen männlich. Keine andere Partei hat im Verhältnis so viele männliche Wähler und auch Mitglieder. Die Bildung ist geringer, mit geringerem Bildungsgrad. Die Leute sind euroskeptisch. Das ist für sie aber kein zentrales Thema. Es ist nur ein Bedrohungskonstrukt, das dahinter steht. Sie fühlen sich kulturell und ökonomisch von Einwanderung bedroht. Ihre Identität, der Arbeitsmarkt, und das sehen sie in Gefahr durch Zuwanderung. Sind eher sozial isoliert, das variiert nach Region. Es kommt da viel auf, sagen wir mal, ansonsten Nachbarschaftszusammenhalt an und Leute, die vielleicht gerade in den politischen Prozess mit eintreten, junge Wähler sind, vielleicht vorher nicht Wähler sind, ansonsten sich wenig über Politik austauschen. Alles das hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, also diese Wähler haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, rechtspopulistische Parteien zu wählen. Sie haben wenig Vertrauen in Institutionen, man vertraut den Institutionen an sich nicht und man vertraut auch anderen Personen nicht. Das hängt mit Toleranz zusammen. Wenn man Leuten vertraut, dann potenziell hat man auch höhere Toleranz denen gegenüber. Und das ist übrigens nicht nur das persönliche Vertrauen, sondern es ist auch das durchschnittliche Vertrauen in der Region. Ich habe mir die Schweiz angeschaut und hier das auf nachbarschaftlicher Ebene angeschaut. Das ist einmal die persönlichen Einstellungen sind, aber auch das soziokulturelle Klima in der Nachbarschaft. Wenn alle anderen Leute Angst haben, obwohl ich gar keine Angst habe, hat das auch Auswirkungen auf mein eigenes Wahlverhalten. Dürkheim hat das damals gesagt, die Summe, das Ganze kann mehr als die Summe seiner Teile sein. Wenn ich jeden Morgen beim Bäcker dasselbe Gespräch höre, wirkt sich das auf mich aus, viel mehr potenziell als eigentlich so strukturelle Zusammenhänge. Wie die Immigrationszahlen sind, wie die Arbeitslosenrate sind, das beobachtet man auf der Straße nicht, sondern hört man eher durch die Nachrichten. Aber wie die Stimmung ist, das kriegt man in seiner Umwelt mit. Aber das sind Durchschnitte. Es gibt auch Frauen, die die AfD wählen, es gibt auch Ältere, die die AfD wählen. Es gibt bei Geert Wilders auch Leute, die der EU offen eingestellt sind. Deswegen erlauben Sie mir hier, das war jetzt nur mal so einen idealtypischen rechtspopulistischen Wähler. Man unterscheidet bei diesen Erklärungen in einer Angebotsseite und in einer Nachfrageseite. Die Nachfrageseite, das sind die Wähler und die Eigenschaften der Personen. Und die Angebotsseite, das ist die Seite der Parteien. Was ist das politische Spektrum, was macht das aus? Und beide Erklärungen sind relevant. Und so teile ich die jetzt mal auf. Die Nachfrageseite, das erklärt eben individuelle Präferenzen. Und mit der Angebotsseite, da versucht man zu erklären, warum es denn nationale Unterschiede gibt, warum in einem Land die Partei erfolgreich ist, im anderen Land die Partei weniger erfolgreich ist. Das kann durchaus nur an Komposition liegen, dass es vielleicht in Spanien viel mehr Frauen gibt und deswegen das männliche Wählerpotenzial fehlt. Aber wir können uns vorstellen, dass es eben auch ansonsten im politischen Raum oder im politischen System Unterschiede gibt. Auf der Nachfrageseite habe ich mal die vier Evergreens der Erklärung für rechtspopulistisches Wählen aufgeführt. Das sind erstmal Theorie der Hypothese der Modernisierungsverlierer, dann ökonomische Bedrohungswahrnehmung, kulturelle Bedrohungswahrnehmung und die häufig besungene Protestwahl. Was sind die Modernisierungsverlierer oder was versteht man in dieser Theorie? Die Idee ist, es gibt ein latentes Unterstützungspotenzial für rechtspopulistische Parteien, das mobilisiert werden muss. Und das wird unter anderem mobilisiert durch Krisen von Personen, die von Globalisierung negativ betroffen sind. Ja, die potenziell wirtschaftlich dadurch abgehängt werden, dass es Modernisierungsprozesse und Globalisierungsprozesse gibt. Und diese Modernisierung, diesen sozialen Wandel motiviert die Personen, sich zurückzuziehen. Sie werden kulturell konservativer in ihren Werten und möchten dies auch eben in der Parteiunterstützung zum Ausdruck geben. Dafür muss es erstmal eine Partei geben, die dies unterstützt, die dies in der Rhetorik nutzt. Und hier geht es nicht um tatsächliche Nachteile und ökonomische Probleme, sondern geht es hier um eine relative Deprivation. Wie sind meine Erwartungen an die Zukunft?
Jetzt gab es eine Krise, ich persönlich bin noch nicht betroffen, aber erwarte ich, dass ich dadurch in der Zukunft Nachteile für mich selber habe. Deswegen bin ich relativ depriviert und das wären eben die Erwartungen an die finanzielle Zukunft. Wer diese Modernisierungsverlierer genau sind, darüber streiten sich meine Kollegen. Es sind nämlich nicht es ist nicht die soziokulturelle Unterschicht, sondern man sagt, es ist die untere Mittelschicht, es sind traditionelle Arbeiter, kleine Kleinstunternehmer, die potenziell von Globalisierungsprozessen betroffen sind. Daneben steht eine Theorie der ökonomischen Bedrohungswahrnehmung und des realistischen Gruppenkonfliktes. Und das spielt auf die Angst vor Zuwanderung und der Wartung auf ökonomisch negativen Folgen für die Mehrheitsgesellschaft oder für die sogenannte In-Group. Und hier geht es um die Konkurrenz um ökonomische Ressourcen, die knapp sind. Der Wohnungsmarkt, der Arbeitsmarkt, der Heiratsmarkt, dass diese durch Zuwanderung knapper werden und der Austausch oder die Verteilung eben nicht mehr klar geregelt ist. Und dann tritt eben ein Prozess der Viktimisierung ein, dass ökonomische Probleme, eigene Probleme, Zuwanderung zugeschrieben wird. Hätten wir diese Zuwanderung nicht, würde es mir eben besser gehen. Hier sind es auch wahrgenommene Bedrohungen. Es geht nicht um tatsächliche Bedrohungen. Ob eine Person arbeitslos wird, hat keinen signifikanten Einfluss auf die Wahlwahrscheinlichkeit einer rechtspopulistischen Partei. Es geht um wahrgenommene Bedrohungsgefühle, wie auch in der Folie davor, um die Erwartungen an die Zukunft. Andere Arbeiten beziehen hier auch den ökonomischen Kontext ein. Wie ist die Arbeitslosenrate in der Region? Die Ergebnisse sind da alles andere als klar. Und da ist immer noch die Frage, wie ist denn der Mechanismus? Wie wirkt denn die Arbeitslosenrate in der Region auf mich selber? Können wir gleich kurz darüber diskutieren. Das zweite wären die kulturellen Bedrohungswahrnehmungen. Das dritte sind die kulturellen Bedrohungswahrnehmungen. Hier geht es um Identität, die eigene Identität. Ich bin nicht mehr Schweizer in der Schweiz. Und dass die Personen hier, die Wähler, durch die Zuwanderung Angst vor dem Verlust der eigenen Identität, der Identifizierung mit ihrem Land, mit ihrer Kultur haben und Angst vor dem Verlust desselbigen. Fremdenfeindlichkeit, was häufig zugeschrieben wird, sagt man, Fremdenfeindlichkeit ist der Grund für die Wahl von rechtspopulistischen Parteien, ist ein sehr, sehr konstantes Konstrukt. Personen, die gestern fremdenfeindlich sind, sind auch heute fremdenfeindlich, sind auch morgen fremdenfeindlich. Das verändert sich relativ wenig. Ja, am Anfang des Lebens, vielleicht sagen wir mal, bis man 30 ist, da ist dann noch Varianz in Einstellung. Ansonsten sind Leute sehr, sehr konstant mit ihren Einstellungen über das Leben. Diese Bedrohungswahrnehmungen sind schon etwas volatiler, aber Fremdenfeindlichkeit ist hier in der kausalen Folge erstmal als Folge aus eben solchen Bedrohungswahrnehmungen einzusortieren. Also wir haben auf der einen Seite eine ökonomische Bedrohungswahrnehmung, auf der anderen Seite eine kulturelle. Die Forschung zeigt, dass diese beiden Sachen nicht klar voneinander zu trennen sind. Die sind eben auch in der Rhetorik nicht klar voneinander zu trennen. Wenn man Reden sich anschaut und die analysiert, merkt man häufig, dass beides zusammen genannt wird. Und das eine hat vielleicht eine höhere soziale Norm, gegen das andere ist es okay, sich dagegen übertragen, sich, ist okay, dagegen sich zu echauffieren, bei der Angst des Verlustes der Identität vielleicht weniger, aber beides ist das Konstrukt der Bedrohungswahrnehmung und eines der stärksten Prädiktoren für die Wahl von einer rechtspopulistischen Partei. Und zum Schluss kommen wir zum Mythos der Protestwahl. Die Protestwahl ist eben nicht die Wahl für eine Partei, sondern ist die Wahl gegen eine Autorität, gegen eine andere Partei. Und dass diese Idee, es gibt Protestwähler, auch unter den Rechtspopulisten, aber nicht mehr als für alle anderen Parteien auch. Also die tatsächliche Wahl für eine rechtspopulistische Partei nur aus der Motivation, den anderen den Denkzettel, so war glaube ich auch der Titel, den anderen den Denkzettel zu verpassen, das finden wir in den Zahlen nicht. Die Leute, die rechtspopulistische Partei wählen, die finden die auch gut. Die finden die anderen schlecht und die wollen auch gegen die wählen. Aber die finden die Partei, die sie wählen, finden die auch gut.
Und die haben auch die Einstellung, die wir ansonsten bei diesen Wählern finden. Und deswegen spricht man häufig von einem ideologischen Protest. Die protestieren gegen die sogenannten Altparteien, aber mit auch einer Präferenz für die Partei, die sie dann schlussendlich wählen. Und bei der Protestwahl, da muss man mal anschauen, dass es ja ein Prozess ist, wenn sich eine neue Partei etabliert. Die Leute müssen erstmal wissen, wofür steht die. Und ganz am Anfang, da sehen wir auch Personen, die einfach mal was anderes wählen. Und das sehen wir auch im ganzen politischen Spektrum. Haben wir auch bei der Piratenpartei gesehen, dass man Leute dann einfach sagen, jetzt brauchen wir mal ein bisschen was anderes, neuen Wind da rein. Und das sind Mobilisierungsprozesse, die am Anfang stattfinden, wo wir auch wirklich die reine Protestwahl finden. Wenn sich dann eine rechtspopulistische Partei im politischen Spektrum etabliert hat, finden wir keine reine Protestwahl mehr. Das ist ein Mythos. Ja, das war die Nachfrageseite. Jetzt komme ich zur Angebotsseite, weil wir sehen große Länderunterschiede. Wenn Sie sich zurückerinnern in die erste vollgepackte Grafik, dass wir große nationale Unterschiede haben zwischen den Parteien. Woran kann das liegen? Hier habe ich drei aufgeführt. Einmal das politische System, Medien und kurzfristige und strukturelle Einflüsse. Erstmal das politische System. Hier spricht man von einer Möglichkeitsstruktur, wie sich eine Partei etablieren kann. Das kann unter anderem das Wahlsystem sein, so ein Mehrheitswahlsystem oder ein Verhältniswahlsystem. Ein Mehrheitswahlsystem, das potenziell bestraft kleine Parteien, die aufkommen, weil strategisches Wählen verhindern würde, dass man eine Kleinstpartei wählt, weil man weiß, sie haben so oder so keine Chance. Winner takes it all. Dann gibt es aber auch Sperrklausel. Wenn es eine 5%-Hürde gibt und man sich vorher sicher ist, dass diese Partei nicht über die 5%-Hürde es schaffen wird, ist wenig Motivation, ja, aus einem rationalistischen Wählerideal zu sprechen, diese Partei zu wählen. Die Ergebnisse dazu sind gemischt. Viele der Wähler, der Rechtspopulisten, interessieren sich vielleicht gar nicht für diese rationalistische Analyse. Und Sperrklauseln kann auch genau das verhindern oder beziehungsweise das genau verstärken, genau andersrum, das verstärken, weil wenn einmal eine Partei über diese 5%-Hürde es geschafft hat, dann wird sie legitim und dann kann sie sich etablieren. Also wir sehen in allen europäischen Ländern hier unterschiedliche Ergebnisse, also die Faktoren tragen nicht dazu bei, wirklich Licht ins Dunkeln zu bringen. Dann gibt es die Konkurrenz der politischen etablierten Parteien. Wo stehen die anderen? Im Zuge des Aufkommens der AfD hat man häufig davon gesprochen, dass die CDU sich nach links bewegt hat und rechts einen Raum geöffnet hat, der es ermöglicht hat, der AfD sich zu etablieren. Genauso auch auf der linken Seite. Die SPD ist unter Schröder in die Mitte gerutscht. Dann gab es ein Vakuum. Die Linke hat sich gegründet und konnte dieses Vakuum ausfüllen. Die Parteienkonkurrenz ist eine relativ einfache und klare Geschichte, wie ich immer so finde, aber es ist schwer zu übertragen in der Wählerkalkulation. Wir haben am Anfang davon gesprochen, dass wir Parteien auf dem Links- und Rechtskontinuum einsortieren, aber tatsächlich ist es zweidimensional und eine Partei ist nicht klar zu sortieren, ist jetzt ein bisschen weiter nach links gerückt oder nach rechts gerückt, weil vielleicht ist sie auch autoritärer geworden und ökonomisch gleich geblieben. Und diese Kalkulation muss man dann noch mit einbeziehen, dass die Wähler das mitkriegen müssen, wenn die Partei sich verändert hat, beziehungsweise das genauso wahrnehmen müssen, wie die Partei sich verändert hat. Und es bedarf, und das wissen wir aus quantitativen Studien, es bedarf kein Vakuum auf der rechten Seite, damit sich eine rechtspopulistische Partei etablieren kann. Es geht manchmal darum, ob es Konkurrenz zwischen rechtsextremen bzw. rechtspopulistischen Parteien gibt auf der rechten Seite, die sich gegenseitig kannibalisieren und das Wählerpotenzial abgreifen. Aber im Vergleich zu den etablierten Parteien, manche Studien finden was, manche finden nichts. Klares Jein hier. Das Ergebnis eben nicht als ein Kalkül des politischen Raumes. Allerdings ist hier auch noch viel Forschung nötig, um wirklich klarzumachen, wie nimmt der Wähler die Parteien wahr. Weil
Wir schauen uns nicht immer alle Parteien mit all ihren Themen an. Manchmal sind manche Themen wichtig und dann geht es nur um diese Themen. Und dann geht es um die Position von allen Parteien zu diesen Themen. Und dann ist es egal, wie diese Partei gerade zur Rentenpolitik steht. Und wer hat da das Zünglein an der Waage? Das sind potenziell die Medien und die öffentliche Agenda. Was nehmen wir als wichtig wahr? Ja, hier ein Bild von Herrn Höcke, damals bei Jauch. Ich habe mir da auch angeschaut, mit Zahlen aus den Niederlanden, wie wirken denn die Medien und die wahrgenommene Wichtigkeit auf das Wählerpotenzial der Rechtspopulisten. Wir haben mir zwei Sachen angeschaut, einmal die Salienz der Parteien an sich, wie häufig werden die genannt, und dann die Salienz. Salienz bedeutet die wahrgenommene Wichtigkeit von Themen und die Salienz von Themen der Rechtspopulisten. EU, Immigration und andere, das sind die beiden eigentlich, die beiden wichtigsten. Und insbesondere die wahrgenommene Wichtigkeit der Partei, also das ist eine Korrelation, die ich mir sonst eigentlich nur ausdenken kann, ist einen so starken Einfluss auf das Wählerpotenzial. Wenn diese Partei häufig genannt wird, wenn sie im Zentrum der sozialen und gesellschaftlichen Debatte steht, dann wird diese Partei als wichtig und als legitim angenommen und das steigert das Wählerpotenzial dieser Partei. Unabhängig davon, wie über die Partei geschrieben wird. Viele schauen sich nämlich an, ja, wird denn positiv oder negativ über die berichtet? Das ist völlig egal in vielen Bereichen. Es geht nämlich, wenn man für eine Partei ist und über diese Partei wird negativ berichtet, dann sagt man, die lügen ja oder die drücken die in die Ecke. Wenn über die Partei positiv berichtet wird, man ist nicht für diese Partei, sagt man, ach, das stimmt auch nicht, der Bericht, dann dreht sich das so. Aber was hängen bleibt, ist, über welche Partei berichtet wurde. Und das ist schon sehr relevant für die öffentliche Agenda, über was berichtet wird. Und da gibt es einen starken Zusammenhang. Eben, und das spricht man hier von Agenda-Setting, die soziale Agenda oder die gesellschaftliche Agenda ist sehr relevant dafür. Ein Thema, was in Deutschland durchaus zum Aufstieg der AfD geführt hat, war das Thema der Flüchtlingskrise, dass es ein zentrales Thema war, das diese Partei katalysiert hat. In anderen Ländern gibt es übrigens Absprachen zwischen Medien, nicht extensiv über rechtsextreme oder rechtspopulistische Parteien zu berichten. Also verhältnismäßig zum Anteil im Parlament oder zum Anteil der Unterstützer eben verhältnismäßig. Gibt es in Deutschland in Wahlkämpfen auch, dass zu jeder Partei mal ein Bericht laufen muss. Auch die Freien Wähler müssen mal mit auftauchen und alle müssen mal berichtet werden. Aber auf der anderen Seite sieht man im Zuge der Flüchtlingskrise, wir haben das mal analysiert, wie häufig man über das Thema, über die AfD oder mit der AfD 2015, 2016 gesprochen hat. Das war das bestimmende Thema und es war die bestimmende Partei. Wenn die Leute nicht dabei saßen, wurde spätestens nach 4 Sätzen über sie gesprochen und das bleibt hängen. Aus Amerika weiß man eben noch, da sehen wir noch eine viel polarisierte Medienlandschaft, wer es mitgekriegt hat, zwischen Fox News und auf der linken Seite MSNBC, die wirklich ja ganz klar parteiisch sind. Ähnliche Effekte, dass es nicht darum geht, wie reden die darüber. Also wenn ein Liberaler Fox News schaut, wird er potenziell liberaler und wird nicht auf einmal rechter, sondern es geht eher darum, worüber reden die Parteien. Zu guter Letzt eben kurzfristige und strukturelle Einflüsse, Immigration, Arbeitslosenraten, Krisen, Terror, Kriminalität, das ist was sich nicht über 20 Jahre verändert, sondern potenziell situativ über Schocks. Und viel Forschung wurde dazu gemacht, einzupreisen, wie wirkt sich das denn wirklich auf das Wählerpotenzial aus. Die Ergebnisse sind gemischt. Für vieles Arbeitslosigkeit hat man im Gros keinen Einfluss gefunden, nur im Zusammenspiel mit Immigration, wenn es viel Immigration gibt und die Arbeitslosenrate hoch ist. Und dann fragt man sich aber auch immer, wie ist der Mechanismus, wie überträgt sich das auf die Wahrnehmung der Bürger? Da kommt irgendwie eine Vermittlungsposition der Medien wieder ins Spiel. Zu den Krisen wurde gesagt, ja, nach der Euro-Krise, nach der Finanzkrise ist ein Erstarken der Rechtspopulisten, weil die Leute Angst hatten. Genau das Gegenteilige ist der Fall. In Krisen, in ökonomischen Krisen, sind Themen der Ökonomie auf einmal wichtig. Und dieses Thema ist nicht ein zentrales Thema für die Rechtspopulisten. Und dann wählen die Leute entweder nicht, sagen, wir finden keine Alternative,
oder potenziell konservativ, wo sie sich wiederfinden. Terror und Kriminalität ist ein Bedrohungskonstrukt und weniger eine Wahrnehmung im Umfeld. Das wird instrumentalisiert in der Rhetorik. Wir sehen sogar, wir haben keine Korrelation zwischen den Orten, wo Terroranschläge waren oder wo Kriminalität sind, und dem Unterstützungspotenzial für die Rechtspopulisten. Es hilft natürlich den Rechtspopulisten in der Rhetorik, ja, den Bedarf für Ordnung und Sicherheit im Land herzustellen. Um nochmal auf das Thema Immigration einzugehen, ich habe hier zwei Grafiken vorbereitet. Wenn Sie ein bisschen mitwippen, dann können Sie auch sehen. Jetzt hier einmal auf der linken Seite, das ist der Ausländeranteil in den Kreisen, in den Gemeinden in Deutschland. Umso dunkler es wird, umso mehr Ausländer sind da. Und daneben gestellt auf der rechten Seite ist der Anteil der NPD bei der Bundestagswahl. Auch hier sind je dunkler, je mehr Stimmen haben die NPD bekommen. Wir sehen, dass es eben sich nicht deckt in diesem Fall. Bei der AfD sieht es ein bisschen anders aus, ist auch eben ein bisschen anderes Wählerpotenzial. Aus der Schweiz kennen wir, wenn Sie sich vielleicht zurückerinnern, an 2014, da gab es ein Referendum gegen Masseneinwanderung. Und das ganz knapp die Mehrheit gefunden hat. Und da haben wir sogar negative Korrelationen, also negative Zusammenhänge zwischen dem Ausländeranteil und der Unterstützung dieses Referendums gefunden. Wenn man ein bisschen genauer hingeschaut hat, ein bisschen kleingliedriger in die Gemeinden und in die Nachbarschaften, hat man gefunden, dass eigentlich gar kein Zusammenhang stattfindet. Ja, also es geht bei dieser Motivation nicht um eine Problemlösung von tatsächlicher Bedrohung, sondern von wahrgenommener. Ich finde ein Fazit und schaffe vielleicht einen Ausblick. Worum geht es in der Forschung? Es geht hier insbesondere um Zusammenspiel zwischen diesen Nachfrageerklärungen und den Angebotserklärungen. Wie Leute mobilisieren können in einem politischen Raum, in einer bestimmten Situation, über was wird gerade gesprochen und wen kann man dazu bewegen, doch wieder wählen zu gehen. Es gibt sehr unterschiedliche Parteien in Europa, unterschiedliche Positionen zu ökonomischen Ausrichtungen insbesondere. Die einen sind extremer, die anderen sind gemäßigter. Aber die Wähler sind sehr ähnlich in ihren Motivationen, für diese Parteien zu stimmen. Und es ist eine Analyse am bewegten Objekt. Und das muss man manchmal mit einbeziehen, dass sich Parteien verändern, dass sich auch gesellschaftliche Strömungen verändern. Und deswegen hoffe ich, dass ich da noch lange zu forschen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.